Der Untersuchungsausschuss hat für das deutsche Parlament heute in seiner Beratungssitzung von seinem Bestimmungsrecht Gebrauch gemacht, was die Person der Vertrauensperson betrifft. Wir haben Herrn Kurt Graulich, einen erfahrenen Bundesverwaltungsrichter, zur unabhängigen Sachverständigen Vertrauensperson bestimmt. Herr Kurt Graulich ist seit vielen Jahren als Bundesrichter mit dem Geheimdienstrecht vertraut. Er gilt da als ausgewiesener Experte. Davon gibt es in Deutschland nicht so viele. Und insofern sind wir froh, dass sich Herr Graulich bereit erklärt hat, diese Arbeit zu übernehmen über den Sommer hinweg. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt hier einen entsprechenden Beschluss gefasst haben, sodass wir davon ausgehen können, dass die Sommerpause genutzt wird, um die notwendigen Arbeiten an den Selektorenlisten vorzunehmen, sodass wir davon ausgehen können, nach der Sommerpause schon einen entsprechenden Bericht zu bekommen. Und das wäre ein weiterer Schritt in der Aufklärungsarbeit dieses Ausschusses. Man muss sich ja vor Augen halten, dass wir seit Wochen eigentlich nur Spekulationen darüber haben, was in diesen Listen drinstehen könnte. Hier gilt es jetzt endlich mal ein bisschen Fleisch an den Knochen zu bringen. Und das wird mit der Arbeit durch Herrn Graulich mit Sicherheit gelingen. Wir haben als SPD-Fraktion auch deutlich immer gesagt, wir machen es vom Ergebnis seiner Untersuchungen abhängig, wie wir dann weiter vorgehen werden. Das Parlament hat hier das Heft des Handelns komplett in der Hand. Es ist mitnichten so, dass jetzt mit seinen Untersuchungen dann alles abgeschlossen sein muss, sondern es wird sehr stark von seinen Ergebnissen, von seinen Untersuchungsergebnissen abhängen, ob hier weitere Schritte notwendig werden. Wir haben heute dann in unserer Sitzung des Untersuchungsausschusses zwei, wie ich finde, sehr zentrale Zeugen für all die Themen, die wir derzeit auf der Agenda haben. Es wird zum einen der Abteilungsleiter 6 aus dem Bundeskanzleramt, Herr Heiß, zu uns kommen. Die Abteilung 6 im Bundeskanzleramt ist die Abteilung, die die Rechts- und Fachaufsicht über die Geheimdienste koordiniert. Und Herr Heiß ist die Person, die, ich sage mal, den ganzen Zeitraum auch zu verantworten hat, der seit den Snowden-Veröffentlichungen unsere Themen bestimmt. Wir werden zum einen mit Herrn Heiß intensiv das Thema besprechen, was es mit dem sogenannten No-Spy-Abkommen oder den Verhandlungen zu einem No-Spy-Abkommen tatsächlich auf sich hat. Da stellen sich viele, viele Fragen und die werden wir mit ihm intensiv erörtern. Er wird sich auch Fragen stellen müssen, wenn es darum geht, die schwerwiegenden Organisationsmängel im Bundesnachrichtendienst und damit auch in der Aufsichtsbehörde Bundeskanzleramt zu erklären in Bezug auf die Selektoren. Sie wissen alle, dass diese Selektorenlisten unter dem Teppich von Unterabteilungen im Bundesnachrichtendienst jahrelang unter Verschluss gehalten worden sind. Weder die Spitze des Bundesnachrichtendienstes noch die Aufsichtsbehörde ist informiert worden. Das sind schwerwiegende Organisationsmängel und wir werden Herrn Heiß dazu intensiv befragen. Und es wird dann auch noch beispielsweise um den Fall Vorbeck gehen. Sie wissen, das haben wir der Presse entnehmen können, dass Herr Vorbeck offensichtlich von seiner Position entbunden worden ist und er wurde zum gut bezahlten Archivar, der sich jetzt mit historischen Fragen beschäftigt, offensichtlich aufgrund der Tatsache, dass ein amerikanischer Geheimdienst hier Informationen dem Bundeskanzleramt gesteckt hat. Dieser Umstand allein, wenn er denn sich bewahrheitet, spricht ja dafür, dass offensichtlich Informationen der Nachrichtendienste existieren, die aus der Spionage gegenüber dem Bundeskanzleramt resultieren. Das ist auch sozusagen das, was wir ja aktuell in der Nachrichtenlage haben. Und deswegen werden wir die Frage stellen, ob es nicht vielleicht schon weit vor WikiLeaks aktuell Hinweise darauf gab, dass das Bundeskanzleramt nicht nur in Form der Kanzlerin, sondern auch darunterliegend auf Mitarbeiterebene umfassend von Geheimdiensten ausgespäht worden ist. Der Fall Vorbeck, so wie er in den Medien berichtet wurde, deutet in etwa darauf hin. Vielleicht zu der aktuellen Situation noch in Bezug auf die WikiLeaks-Veröffentlichungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Untersuchungsausschuss entsprechend unserem Einsetzungsauftrag diesen gesamten Sachverhalt umfassend aufklären werden. Wir haben uns ja nicht nur um unsere eigenen Dienste zu kümmern, sondern wir müssen ja auch eine Bilanz ziehen, was haben die Nachrichtendienste der Five Eyes-Staaten in Bezug auf Deutschland in den Jahren 2001 bis 2014 getan. Und ich war immer der Überzeugung, dass ein Großteil der nachrichtendienstlichen Tätigkeit, insbesondere der amerikanischen Dienste, außerhalb von offiziellen Kooperationsprojekten mit dem BND stattfindet.
Das scheint sich jetzt zu bewahrheiten und insofern sind wir dabei, die Unterlagen entsprechend intensiv auszuwerten. Es wird aber jetzt auch dringend vonnöten sein, dass sich die Bundeskanzlerin einmal aus der Deckung begibt. Wenn die wenigen Worte, die Frau Merkel zu diesem Thema gesagt hat, Sie erinnern sich, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Wenn man dies auch nur ansatzweise wirklich ernst nehmen möchte, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt da, wo sie einen sehr intensiven politischen Dialog mit unseren amerikanischen Freunden suchen muss, weil ich glaube, es muss deutlich gemacht werden, dass wir hier bereit sind und notwendig auf Durchsetzung oder durchsetzen müssen, dass Deutschland seine vitalen eigenen Interessen vertritt. Und das bedeutet, wir müssen unsere Bürgerinnen schützen, wir müssen unsere Unternehmen schützen und wir müssen vor allen Dingen aber auch unsere Regierungsinstitutionen vor einer aktiven Spionage durch die Vereinigten Staaten schützen. Und das muss jetzt deutlich auf die Agenda gesetzt werden, das gehört auf den Tisch, da gibt es kein Wegducken mehr, sondern da sage ich sehr deutlich, Frau Merkel ist gefordert. Vielen Dank.